Das Team der Ghost Scene Austria bereitet sich auf eine Investigation von Schloss Schallaburg vor. Die Geisterjäger greifen dabei auf eine umfassende technische Ausrüstung zurück. Dazu gehören eine Digital- und eine Infrarot-Videokamera, genauso wie ein Elektromagnetfeldmesser und ein Thermometer. Sie alle können für die Hobbyforscher Rückschlüsse auf die Anwesenheit von Geistern einfangen. Infrarotthermometer haben wir auch, den man jetzt in der Hand hat. Der kann auf Oberflächen Temperaturen messen. Da messen wir dann Temperaturschwankungen vom Mauer, Decken, Boden, je nachdem, wo wir halt hin sind. Es gibt nämlich dann, öfters haben wir halt so Temperaturunterschiede, haben wir schon gehabt, von plötzlich minus 5 bis plus 30 Grad und so Zeug. Und das schwankt dann die ganze Zeit hin und her. Der geht nämlich relativ genau und der war auch nicht so billig. Mit so einem Coldspots und Hotspots, das merkt man dann auch selber, wenn man selber fühlend ist oder was. Merkt man es eh selber auch, da braucht man das Gerät nicht dazu. Das ist unser Teddybär, den wir da schon vor aufgezeichnet haben. Ist dann für den Move-Test. Also wir werden den so ungefähr, ja, es ist so, werden wir den positionieren in einem dafür geeigneten Raum. Ich habe da schon so eine Vorstellung, aber das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, was die Gefühle sagen. Wenn wir Fotos, Video machen und so und während das, wenn wir dann zurückkommen, normalerweise sollte man so alle Stunden, zwei Stunden mal kontrollieren, ob irgendwas ist oder so. Und wenn wirklich Kinderenergien da sind, dann kann es natürlich sein, dass das vielleicht probiert, das zum Verschirmen. Und dann, wenn wir das kontrollieren, feststellen. Und der Bär, der alte Bär in dem Sinne, man schaut halt aus. Weil damals, weil das ziemlich lang her ist, wo gewisse Dinge auf der Burg passiert sind. Kinder auch zu Schaden gekommen sind und das vom Zeitfaktor her halt alt ausschaut. Ne? Und die natürlich mit so alten Sachen vielleicht gern spielen wollen. Ne? Die Schallaburg ist für die Geisterjäger ein ganz spezieller Ort. Denn dort hat das Team bei seiner letzten Untersuchung besonders prägende Erfahrungen gemacht. Ich bin als Letzter rein und habe halt dann den Fehler gemacht, dass ich vor der Tür stehen geblieben bin. Und dann haben wir eben mehr Aufnahme gemacht. Und so war es dann eh komplett ruhig. Und ich habe mir halt nur so umgeschaut, habe alle Leute angeschaut, wie sie sich verhalten, wie sie reagieren. Habe meinen Kollegen Andi noch mal angeschaut, wie er gerade durchgefilmt. Und dann auf einmal ist so, naja, Paralysezustand. Ich wollte mich bewegen, ist aber nichts mehr gegangen. Ich wollte was sagen, habe keinen Ton rausgebracht. Und in dem Moment habe ich schon gesehen, wie Wesenheiten auf mich zugrenzen, beziehungsweise durch mich hindurch dann. Ich war dann wirklich im ganzen Körper fuhren knallrot. Also, ja, wie wenn mir Feuer erwischt hätte. Und das beschäftigt dann halt dann schon auch ein bisschen in die Nacht, aber so. Irgendwann, ich glaube zwei Wochen später, haben wir dann eh herausgefunden, warum und wieso das passiert ist. Weil da dürfte es eh einmal auf dem Dachboden gebrannt haben und es dürfte aber früher dann so eine Krankenstation oder was gewesen sein. Und da dürften halt einige Leute verbrennt sein. Und ja, das habe halt ich da erlebt und gesehen, wie das wirklich war. Auf diversen Fotos haben die Geisterjäger Lichtpunkte, sogenannte Orbs, eingefangen. Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf Paranormales. Konkret auf Geister, die in einer Zwischenwelt gefangen sind. Das sind einfach erdgebundene Seelen, die meistens aus dem Leben gerissen worden sind. Also die sind durch Unfall oder Tod oder so wie es damals war, auf Schlössern und Burgen hauptsächlich Leute, die verurteilt worden sind, aufgehängt oder wie auch immer. Ja, dann gibt es erdgebundene Seelen, die befinden sich dort. Also die können einfach nicht ins Licht gehen, weil sie vom Leben quasi ausgerissen worden sind und noch gar nicht wissen, dass sie tot sind. Und dann denken, ich habe aber da noch was zum Tun. Also ich muss ja das noch erledigen. Aber sie können das nicht mehr erledigen, weil sie ja quasi schon tot sind. Ne? Aber das wissen sie in dem Zustand nicht. Also die können das nicht wissen und wissen es nicht, dass sie tot sind. Somit sind sie erdgebundene Seelen, die was man dann eben bei Untersuchungen vielleicht auffinden kann. In Wien treibt zahlreichen Sagen zufolge die weiße Frau ihr Unwesen. Sie soll bereits die Habsburger heimgesucht haben und auch heute noch durch historische Gebäude wie die Hofburg oder die Michaelerkirche spuken. Ihre Sichtung soll ein Zeichen für drohendes Unheil sein, das über Österreich hereinbricht.
Isabella Ambichel, die sich als Medium bezeichnet, will dem Mythos der weißen Frau auf den Grund gehen und gemeinsam mit Geisterjägerin Heike Schüler und Buchautorin Gabi Hasmann den Wiener Schottenkeller untersuchen. Wir erforschen paranormale Phänomene. Ja, das heißt, größtenteils erforschen wir wirklich solche Sachen oder gehen Spukgeschichten hinterher oder nach, um zu schauen, stimmt es jetzt oder stimmt es jetzt nicht? Also ich spüre schon sehr viele Energien, die sich überlagern. Da ist voll mit Energien. Und jetzt muss man halt versuchen, die rauszufinden, was einen interessiert. Ob die weiße Frau jetzt auf unserem Besuch reflektiert und da jetzt erscheint, das ist unwahrscheinlich. Aber ich wäre sicher irgendwas, mich fasziniert zum Beispiel die Wand dort. Ich habe das Gefühl, da hinten, da spürt sie sich wirklich an. Sofort versuchen die Frauen mit Hilfe einer Digital-, einer Infrarot- sowie einer Wärmebildkamera Kontakt aufzunehmen. Ist da jemand oder möchte sich jemand melden oder uns irgendwie ein Zeichen geben, ein verbales oder ein Geräusch, oder stören wir? Könnt ihr irgendwie da drauf antworten? Es antwortet mir auch niemand jetzt. Neben den Befragungen und Messungen sehen die Geisterjägerinnen ihre persönlichen Empfindungen als wichtigen Hinweis auf mögliche Geister. Also da ist nichts. Da schaut schon ganz anders aus. Also da, puh. Na bitte, und schon ist er da, der Druck auf der Brust. Findest du? Ja, also, bei mir ist es immer so. Ich weiß nur, dass die Energie da nicht drin ist. Das ist ein Raum, wo sehr viel Energie, negative Energie überlagert vorhanden ist. Ich weiß nicht, was da war früher, aber das ist sehr bedrückend. Sogar. Also, wie gesagt, ich spüre das, weil ich den Druck auf der Brust habe. Ich spüre schon, dass wir nicht allein sind. Also, das spüre ich auch. Also zu dritt, zu sechst, wie auch immer. Also hier sind mindestens, weiß ich nicht. Wir werden beobachtet, das auf jeden Fall. Also irgendwas ist da. Da hinten habe ich jetzt was Weißes gesehen. Dort, wo? An der Wand hinten. Also das könnte wärmer wird da permanent. Von einer weißen Frau entsprechen. Es war nur Huscher, aber ja, es ist noch da. Die Energie ist noch da. Okay. Aber es kommt darauf an, ob sie das Wesen noch einmal materialisieren möchte. Dass man es zumindest ein bisschen wahrnimmt. Ne? Du magst nicht doch eine Befragung machen, auch gleich, Heike? Ist irgendjemand hier mit uns in diesem Raum? Wenn ja, kannst du dich bemerkbar machen. Geräusche, Stimmen. Ich will das nicht. Ich will diese Geistwesen nicht stören. Wenn es keine Antwort geben, meine Meinung nach, nein. Das mache ich nicht. Hast du nicht vorher schon irgendwas was gesehen, Isabella? Ich habe was gesehen, aber das heißt nicht, dass die antworten müssen. Man muss diese Dimension auch respektieren. Wenn sich wer nicht meldet, dann hat das einen gewissen Grund. Den können wir nicht immer bestimmen oder wissen. Aber ich mache dann keine Befragung. Ich spüre, die wollen eine Ruhe haben. Ich habe eher sogar jetzt gehört, dass sie gesagt haben, geht's bitte. In Österreich gibt es geschätzt rund 20 Gruppen von Geisterjägern. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Die Ghost Scene Austria existiert seit 8 Jahren. Gründerin Christa Woldrich beschäftigt sich bereits seit einem Nahtoderlebnis vor über 30 Jahren mit dem Paranormalen. Ein Geist, oder wie die Leute das halt nennen, das entsteht nur dann, wenn sie, gehen wir von dem Lichtpunkt aus, von dem Orb, ja, wenn sie der so manifestieren kann, so viel Energie aufbringt, dass er sie in körperlicher Form zeigen kann, ja, dann kann man von einem Geist sprechen. Die Schallerburg in der Nähe von Melk gilt als eines der Top-Spukschlösser weltweit. Zahlreiche Legenden von unruhigen Seelen ranken sich um das Renaissance-Schloss. Die Geisterjäger werden bei ihrer Investigation von Marketingleiter Alexander Kehry und Burgaufseher Hannes Ertl begleitet. Dieser hat hier bereits diverse Erfahrungen mit dem Übersinnlichen gemacht. Hallo Hannes. Ja, wie schaut's aus heute? Was machen wir, Hannes? Wo starten wir?
Hinterher gehen wir jetzt einmal zu einem Hungertor. Okay. Und dann hinten im Keller. Okay. Dachboden. Ja, der ist sehr interessant. Und der Turm, der war dann auch sehr interessant, wenn wir den wieder mal anschauen könnten. Ja. Genau da. Wir machen jetzt eine Aufnahme mit dem Diktiergerät. Das heißt, es wird einfach nur, wir bleiben alle still, alle ruhig und schauen mal, was das Gerät uns sagt. Wenn wir es aufgenommen haben, ist es eine ganz normale Audioaufnahme. Bei der Auswertung sieht man dann, hört man was, was eben nicht da war. Wir sind viele Leute, wir können auch viel bestätigen. Oder man kann es ausschließen und kann sagen, okay, es ist einer mit umgestiegen mit dem Fuß oder so. Ne? Das sollte man halt alles vermeiden, einfach wirklich wie eine Statue stehen bleiben. Und wenn irgendwas ist oder Namen sagen, ich weiß, fertig. Gut. Und bei ich sage Start, lege ich das Handy gleich an. Wenn ich sage Start, bitte Lampen alle aus. Start. Klopftest. Klopftest dient dazu, meistens bei den Aufnahmen, wenn man Klopftest macht, kann es sein, dass sie irgendwelche Energien melden, indem sie irgendwelche Geräusche machen oder selber irgendwie zurückklopfen. Haben wir natürlich auch schon erlebt. Ne? Okay, geht's weiter? Start. Hannes? Der Burgaufseher erscheint plötzlich via Start. Auch diesmal scheinen die Geister der Schallerburg mit ihm in Kontakt zu treten. Die Geisterjäger sind besorgt. Hannes? Was sieht der nicht? Die Augen zu. Ja, ansprechbar. Hannes? Hannes? Geht's? Ja. Alles okay? Ja. War was? Was war? Das gute Gefühl, was ich da immer habe. Ah. Und mein Licht auch? Ich mach die Aufnahme mehr aus. Ja. Ich hab da also ein extrem gutes Gefühl da herbei. Und das ist wie wenn mich hinter am Rücken mal wie eine Frau streichelt und neben mir stehen dann Kinder. Zwei, drei Kinder. Und das ist so ein wärmendes, angenehmes Gefühl. Jedes Mal, wenn Sie in dem Raum sind? Ja, Großteil, ja. Und jetzt überhaupt da in der Nähe, das sieht mich immer an. Aber das heißt, Sie spüren auch positive Energie? Ja, da herin positiv, ja. Die Investigation wird sofort abgebrochen. Zu groß ist die psychische und physische Belastung für den Burgaufseher. Die Geister der Schallerburg sind für ihn ständig präsent. Da ist eine negative und eine gute Energie. Da. Wo wir im Keller waren, das war für mich extrem gut. Ne? Und wie können Sie diese ganzen Phänomene erklären? Also glauben Sie ans Paranormale oder wie ist das? Schon. Ich habe schon andere Erlebnisse, wo es nicht mit der Burg zusammenhängen, in der Richtung gehabt. Und ja. Es zieht mich halt immer so, auch wenn ich irgendwo so wie auf einem anderen Schloss bin, wie Burg Blankenstein, da fühle ich mich überhaupt nicht, weil da ist negative Energie für mich, da kann ich gar nicht reingehen. Da wird man schlecht, da kriege ich Angstzustände und alles. Ne? Und da habe ich mich halt gestellt, da sind sie halt mit mir. Ne? Also Sie hätten nie überlegt, dass Sie jetzt den Arbeitsplatz quasi aufgeben? Einmal ganz kurz, ja. Aber dann habe ich mich selber die ganze Nacht einmal hergegangen und alles durchgegangen. Und dann habe ich mich mit der Genie gezogen. So. Die Wiener Hofburg gilt als einer der bekanntesten Spukorte der Bundeshauptstadt und ist das Zuhause von Schriftstellerin Lotte Ingrisch, einer Pionierin im Umgang mit dem Paranormalen. Die Frau des verstorbenen Komponisten Gottfried von Einem sagt, hier regelmäßig Besuch von Geistern zu erhalten. Es gibt Störzonen im Raum und die sind meistens sehr dicht nebeneinander.
Es gibt positive Zonen, es gibt negative Zonen. Und die stärkste Zone, ist hier, wo es in die Michaela-Kuppel hinuntergeht. Einmal ging ein blitzblauer Mann an mir vorüber. Ich war weder neugierig noch erschrocken, sondern habe das Gefühl gehabt, geht mir nichts an, ist nicht meine Wirklichkeit. Und einmal sah ich drei Gesichter, also drei Gestalten, die haben sich gerade gespiegelt auf dem Fernsehschirm. Also ich bin nachher, sofort gegangen mit einem Messbanderl und habe abgemessen, wie groß diese Gestalten waren. Es war 1,30 Meter. Das Gehirn, wir glauben immer, das Gehirn ist zum Denken da. Jörn Schmarrn, das Gehirn ist ein Organ zum Ausfiltern von Wahrnehmungen. Und nachdem das Gehirn mit den meisten Wahrnehmungen überhaupt nichts anfangen kann, filtert es 99% mindestens aller Wahrnehmungen aus. Es kamen Leute ins Haus, man hörte die Türen gehen, man hörte die Stimmen, man hörte die Schritte. Wir haben immer geglaubt, Einbrecher. Immer sogar eine Gaspistole gekauft. Bis ich dann merkte, das sind keine Einbrecher. Mein Gehirn filtert einfach gewisse Wahrnehmungen nicht mehr aus. Menschen, die durch Kontaktaufnahme mit dem Jenseits Geld verdienen, steht Lotte Ingrisch skeptisch gegenüber. Medium Isabelle Ambechel hat dennoch um einen Termin bei der Autorin gebeten, um dem Geisterkontakt in ihrer Wohnung nachzugehen. Frau Ingrisch, darf ich bitte, schauen Sie um, ob ich da was spüre oder sehe. Also, dominant ist die Anwesenheit momentan nicht, aber das ist der Platz von Ihrem Mann, wo er sehr gerne erscheint, seine Energie. Aber ich sage Ihnen gleich, in letzter Zeit dürfte er nicht mehr so oft da sein. Nur mehr in Spuren sozusagen, weil er weiß, Sie wissen es, wo er ist und der braucht nicht mehr erscheinen. Und er sagt, es interessiert ihm eigentlich die Welt nicht mehr so wirklich, sondern nur ganz, ganz besondere Sachen. Und Sie, aber Sie wissen auch, dass Sie er sind. Ja. Also das ist etwas, was wahrscheinlich niemand versteht, ja. Aber es ist wirklich so. Es gibt keine voneinander getrennten Personen. Genau. Also dieses Bild ist zum Beispiel ein Portal, Frau Ingrisch. Das heißt, da geht eine Wesenheit aus und ein. Das Bild ist der Eingang zur anderen Dimension für dieses Wesen und es macht halt Besuche bei uns in der Dimension. Das ist quasi so eine Pforte. Genau, eine Pforte. Das heißt nicht, es ist nicht nur da, das Wesen, sondern breitet sich dann langsam in Kreisen aus, sagt's mir.